Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Miniatur Autohandel. Ich sag's nochmal für alle in diesem Video. Ford USA Probe ist mein privater Kanal auf, also mein privater Verkaufsaccount, so, auf eBay. Und auf eBay findet ihr meinen gewerblichen Account unter Miniatur Autohandel 123. Ja? Ja, ich musste leider die 1, 2, 3 dazu nehmen, warum auch immer, aber es ist leider so. Ja, wir haben natürlich wieder viele Autos hier für euch. Ne? Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Rund 20 Minuten plus minus. Ne? Lasst einfach Like, Abo etc. alles da. Ne? Könnt ihr auch von mir aus gerne teilen das Video, würde mich freuen. Ja. Und ja, schaut doch einfach mal bei mir rein. Für jeden Geldbeutel ist eigentlich immer was dabei. Ne? Auch für jeden Sammler, ne? Ob das nun ein Kind ist, ob das nun für einen richtigen Sammler ist. Ne? Also, oder eben hier für Dioramenbau oder so. Irgendwas gibt es immer. Ne? Und ja. Man kann auch Preisvorschläge machen, keine Frage, aber bitte stets fair. Ja, weil gerade auf dem, ich sag's gerne nochmal kurz, auf dem gewerblichen Account kann ich nicht so stark runtergehen, wie ich es auf dem privaten machen kann, weil ich da immense Kosten habe. Ja, das sind einmal die Shopgebühren und einmal dann noch zusätzlich die Gebühren, ja, Verkaufsprovision, ne? Die Privaten werden das ja unter euch auch kennen, noch bevor sie es erstmal stillgelegt haben. Ne? Aber wer weiß, uns auf dem privaten Account wird uns auch noch der Hammer treffen. Ne? Und ich glaube, dann ist eBay komplett am Ende oder was, ich weiß es nicht. Ne? Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ne, sonst kommen wir hier nie zu Potte. Und zwar fangen wir gleich mal an mit einem kleinen Highlight, wie ich finde, von Matchbox. Und zwar Command Vehicle. Ja, der ist wirklich noch ziemlich gut erhalten. Hier die Spritzpistole ist sogar noch oben drauf. Der Lautsprecher ist da, der andere fehlt leider. Ja, Lackpatina ist natürlich vorhanden. Ja, City Airport, also hier, ich sag mal 90er Jahre, ne? 80er, 90er Jahre muss das gewesen sein, wo der auf den Markt kam, das erste Mal. Und ja, ansonsten gibt es auch nichts zu bemängeln. Ne? Ich meine, klar, ja, selbst die Reifen sind gefedert. Ne? Und so sieht er dann von oben aus. Das heißt, ich verheimliche auch hier nichts. Ne? Und ja, wir können ja mal gucken, wann hier Copyright ist. 1980. Boah, das ist eine lange Zeit, Leute. Gut. Den Sico Porsche 959-1068. Wenn ich das hier richtig erkannt habe. Ja, leider hat er eine starke Lackpatina. Also wer ihn retten möchte, würde ich mich sehr freuen. Der hat es einfach auch verdient. Und ja, hier vorne lässt sich natürlich öffnen, kleines Geheimfach, ne? Und ja, ist halt die starke Lackpatina, die ihn eher unattraktiv macht, ne? Ebenso auch beim Unterboden, wobei der geht eigentlich noch, ist nur ein bisschen stumpf, ne, wie man das eben kennt, hier 1312 steht hier noch zusätzlich als Nummer hinten drauf, sehe ich gerade. Ne, hier hinten. Ja. Achsen können minimal krumm sein und ja, Rost kann ich jetzt hier so nicht erkennen. Ne, aber er wäre zu schade, um irgendwie geschlachtet zu werden. Ja, Dicky, ne, hatte ich ja schon genug zu erzählt. Haben wir jetzt wieder so ein kleines Auto hier im schönen Grün. Metallic sogar. Und
Ja, das steht richtig gut da. Und ich sag mal, für Kinder zum Spielen erstmal, um sich da, ja, um das auszuprobieren, ja, ob das überhaupt was für einen ist, ist es besser und vielleicht am Ende günstiger, als wenn man jetzt, ich sag mal, direkt auf Hot Wheels, Matchbox, Sico und sowas geht. Ja, dann kann man lieber erstmal sich damit rantasten, spielt das Kind damit intensiv. Dann kann man sich auch mal steigern. Ja? Kleiner Tipp von mir. So, was haben wir denn hier? Boah, irgendwas hier mit Hot Wheels. Und Vietnam. Wo oder so? Von McDonald's. Na? In, ja, ich sag mal, Goldfarben, natürlich mit Aufkleber, ist klar. Da sparen die sich immer gern das Draufdrucken. Was ich auch sehr schade finde. Apropos McDonald's. Hier ist natürlich ein durchgängiges rotes Glasdach. Findet ihr das nicht auch ein bisschen mies und erbärmlich? Jetzt aus Pappe irgendwelche Figuren und so? Ja, wo ist denn die gute alte Qualität hin? Wo es noch richtig was in der Hand gab zum Spielen. Ja? Das nur mal eben so nebenbei. Ach, was ich hier gerade feststelle, der hat noch irgendwie hier so, zumindest hinten, irgendwie so ein Antrieb oder was hier mit Rädern. Hier ist nämlich so ein Gummiring jeweils immer drauf. Ja. Das ist halt sehr, sehr schwergängig. Also da weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Aber es dreht noch. Ja? Wie man sieht. Man muss halt nur ein bisschen. Ja, ein bisschen dran arbeiten, dann geht das. Habe ich nämlich gerade eben erst, wo ich den aufgesetzt habe, gemerkt, dass da irgendwie ein Widerstand ist. Ja. What for two? So heißt das gute Stück. Rot-grün gehalten und ich meine, davon haben wir noch den einen oder anderen. Machen wir sie beide gleich zusammen. Na, da haben wir gleich zwei davon. Einmal in Rot und einmal in klar transparent. Und ich würde sagen, die beiden können sich aussehen lassen. Irgendwie, es kann täuschen, dass sie unterschiedlich große Räder haben. Na? Also die werden schon in etwa auf gleicher Höhe sein. Ja? Natürlich beide Metallunterboden. Ja, man kann auch einigermaßen schön reinschauen, was auch toll ist. Ja? Und hier haben wir nochmal die Metallunterböden. Ja. Haben wir gleich zwei mit einem Schlag. Und wo wir gerade dabei sind, mit zwei auf einen Schlag, haben wir noch die beiden Kandidaten hier mit dem Einkaufswagen. Na? Shopping Queen mit Helm, besser ist das. Und zwar Esel Driver oder Esel Driver. Ich weiß auch nicht, wie ich das richtig einsortieren soll hier. Ich versuche die jetzt gerade mal so ein bisschen zu halten. Man kann die Figuren im Übrigen auch abnehmen und einfach nur reinsetzen. Na? Das bleibt jedem selbst überlassen. Ja. Die fallen nämlich gerne mal ab hier. Das heißt, da muss man natürlich aufpassen, dass man die dann nicht unterwegs irgendwie verliert. Weil die sind ganz locker, ja, dran geklemmt, sag ich mal. Na? Und von innen. Na? Ich kann ja mal einen nehmen hier, den goldenen am besten. So. Ja, beweglich ist hier nichts. Na, aber ich sag mal, man kann die einfach so. Ja. So, und drin ist er. Na, einfach nur reinlegen und fertig. Aber aufpassen, sonst fängt er nämlich an, sich hier rauszurutschen. Na, dann rutscht er da raus, beziehungsweise klammert sich hier fest. Auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich die größere Chance, durchzurutschen. Wir testen das jetzt einfach mal, wo wir dabei sind. Und
Ja, wenn wir da so ein bisschen um eine Kante gehen, dann kommt das hin. Ne? Gut, dann lassen wir den hier mal weiter einkaufen. Und gut ist. Und wieder zwei mit einem Schlag. Hot Wheels. Fragt mich was Leichteres, Leute. Ford F-150. In Lila. Da haben wir noch alle drauf gewartet. Noch die guten alten Felgen. Na? Wer kennt sie nicht? Die meisten dürften davon krumm sein. Und tatsächlich ist es hier fast ausgeschlossen. Na? Ich sage bewusst fast, weil ich darauf keine Garantie geben kann und immer eine leichte Krümmung drinnen sein kann. Na? Das wäre dann von oben. Jetzt gehen wir natürlich nochmal schön rei rum. So, das Chrom sieht auch noch für das Alter ziemlich gut aus. Ne? Aber wir wollen uns nichts vormachen, dass er auch schon ein entsprechendes Alter hat. Ne? Und von daher darf er auch mal was haben. Ich würde sagen, wir bleiben gleich beim Pickup. Haben wir mehr von. Und zwar beim Ford F-150 hatten wir ja schon Hot Wheels. Na, und zwar die Geburtstagsreihe zu 50 Jahre. Schön in Blau gehalten. Wirklich gut gepflegt, muss ich sagen. Na, also man müsste ihn jetzt nur ein bisschen sauber machen, dann passt das wieder. Und das passiert ja definitiv bei mir beim Verkauf. Also so wie ihr die seht, bekommt ihr die eigentlich dann nicht. Na, außer das ist jetzt ein Wert von 2 €. Na. Also bis maximal 2 €, ne, wird nichts gemacht, weil das lohnt sich nicht. Und alles darunter, darüber meine ich, da legen wir natürlich los. Ne? Matchbox super fast. Wuschen puschen. Jo. Kommen die Puschen, wa? Und da haben wir. So sehen die Puschen aus. Ne? Von Matchbox. Metallunterboden, Metallkarosse und. Und von oben auch der Aufkleber noch relativ gut erhalten. Ich meine, wenn wir jetzt mal aufs Datum hier schauen, ob der jetzt eine Scheibe haben muss, das weiß ich allerdings nicht. 1972, Leute. Ja, das ist ein 72er, das ist eine Ehre für mich, sowas Altes in der Hand haben zu dürfen. Ja? Ich meine, gut, wenn ich Oma in der Hand nehme, habe ich noch was Älteres in der Hand, ja? Auch nicht das Ding, aber ich meine so von den Autos her. Ne? Zumindest im kleinen Format. Jo. No Name, Porsche. Ne, ein bisschen außer Form geratener Ding, aber sonst sieht er eigentlich recht gut aus. Kann man sogar aufschrauben, wenn man nur an die Felgen ran will. Ne? Das geht auch. Türen lassen sich öffnen. In Gelb. 911 wird das wahrscheinlich sein. Und ja, so sieht er aus. Ne? Wenn man hier nicht richtig schließt, kann das schon mal passieren, dass er die Tür etwas höher ansetzt. Also minimal nur. Ne? Die Scheibe müsste mal wieder ein bisschen gerichtet werden. Und ansonsten. Ja, steht ja gut da, ne? Hat auch schöne Felgen, wie ich finde. Und ich zeige noch mal von oben. Ja. Ja, Fehlteile sind mir hier tatsächlich nicht bekannt. Aber er hat auch wieder, was ich vergessen habe zu erwähnen, schöne Gummibereifung. Ne? Also könnte sich schon wieder lohnen. Mercedes C-Klasse DTM Maisto. Leider ohne Heckflügel, ansonsten noch gut im Schuh. Ja. Aber ich sag mal, da könnt ihr auch jeden x-beliebigen Heckflügel nehmen in dem Maßstab. Das spielt schon fast keine Rolle mehr. Ja.
Also Start Nummer 3 hier. Den grünen Fleck hier muss ich gucken. Oder könnt ihr auch selber dann gucken, ob der dann weggeht. Na, vielleicht habe ich ja Glück mit der Politur. Wenn nicht, einfach mal so probieren. Ich meine, klar, Lackpatina wollen wir nicht drüber reden. Ja, wie ist er vom Rollverhalten her? Da läuft doch. Ne? Überrollkäfig, ja, sowas ähnliches. Ne? Was das hier darstellen soll, kann man ein bisschen erkennen. Wir machen weiter mit einem Chevrolet G20 Van Fire Department. Ne, davon habe ich auch noch mehrere von diesen Dingern mit schwarzen Unterboden in verschiedenen Variationen. Und ja, die werden auch nach und nach reinkommen. Na, weil ich muss erstmal schauen, was ich hier alles habe. Und das wird dann gesammelt. Also hier wurde auch mal drauf rumgemalt, wie man sieht. Na, Gebrauchsspuren ist klar, hat er. Chrom sieht auch nicht mehr ganz so toll aus, wie man vielleicht erkennen kann. Ne? Das Weiße kommt langsam durch. Ja, auch schon älter. Ne? Von daher alles gut. Jo. Mercedes Actros. Actros haben sie noch gestanzt bei Mercedes, bei Siku. Aber der Stern ist nicht drin. Na? Der ist komplett weg. Das ist ja witzig. Auf jeden Fall hier so ein Firetruck, ne? Also hier Feuerwehr, Leiterwagen, Drehleiter, ne? In ja, Leuchtrot oder Verkehrsrot oder wie man das auch immer nennt. Und in einem wirklich ausgesprochen guten Zustand. Ne? Selbst die Drehleiter ist noch komplett vorhanden. Ich zeige es euch mal. Lässt sich auch noch schwer drehen, also nicht mal eben so einfach. Ne? Und lässt sich wieder einfahren. Also das ist das ideale Sammlermodell. Ja, das sehe ich tatsächlich bei einem Sammler als bei einem Kind. Aber wenn da ein Kind mitspielen will, bitte. Ne? Ab 3 Jahren. Ne? Aber Vorsicht, verschluckbare Kleinteile. Wie schnell ist die Leiter ab? So, dann haben wir als nächstes den Siku 1353 Doppeldecker Holiday Tours. Ja, der hat natürlich Gebrauchsspuren, ist logisch. Ne? Man sieht auch, dass er tatsächlich älter ist. Was das jetzt genau für ein Bus ist, Leute, keine Ahnung. Kann Neoplan sein, kann ein Setra sein oder Mercedes, ich weiß es nicht. Ja, das wäre von unten, von oben, und das ist auch von unten. Ne? Also wirklich, der unten, also zumindest die Reifen sind in einem wirklich ausgesprochen guten Zustand. Ja, ich würde schon fast sagen, das ist ein Neoplan. Ne? So, wir machen weiter mit dem Dada. Hier haben wir wieder richtig schönen Freilauf, egal welche Richtung, ne, vom Dada-Motor. Hier beim Buggy, ne? Und der dreht auch richtig schön mit. Ja? Egal in welche Richtung. Aber was er genau für eine Funktion hat, das weiß ich leider nicht bei den einzelnen Farben. Ne? Ob sich da dann überhaupt was tut, wie es soll, sag ich mal, das weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall ist das hier der schöne Buggy mit Überrollbügel in ja, Bordeaux-Rot gehalten. Ne? Und ja, keinerlei Beschädigungen erkennbar oder Fehlteile, sage ich mal lieber. Aber ja, was gibt es hier? Aber, ne? Nix, aber. Alles gut. Ne? Alles gut hier. So, als nächstes würde ich mich hier über einen Bus als Highlight hier jetzt fürs Video hermachen. Und zwar
kann ich das hier leider nicht ganz erkennen, was das sein soll. Für einen Bus oder Transporter oder so. Na, ein richtig altes Ding. Und ja, klar hat er bessere Zeiten hinter sich, das sieht man auch. Na. Aber es ist soweit noch alles komplett, das ist die Hauptsache. Und ja, das ist schon eine Ehre. Metallunterboden und Metallkarosse, die Räder, sie drehen alle noch. Ja. Und ja, höchstens ein bisschen Rost an der Achsen. Meine Güte, kann er haben. Na? Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt, ne, von meiner Seite. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja Bescheid. Ne, und ja, bleibt mir wohl gesonnen. Bis zum nächsten Video.